Einen wunderschönen guten Tag oder besser gesagt guten Morgen von Groß Mordorf. So, wir werden jetzt hier mal ein bisschen düngen, unser Grasfeld hier oben an dem Feld 10. Und ja. Danach müssten wir aber trotzdem erstmal die den anderen Grasfelder mit Kalk versehen. Aber ich dachte mal, wir werden jetzt hier erstmal das Feld hier oben fertig machen. Ich habe jetzt bewusst mich da entschieden, hier erstmal hochzufahren. Und mal mehr schaffen in der Folge und nicht so viel Fahrerei haben. Weil ich denke mal, wir werden hier locker flockig fertig werden. Und dementsprechend haben wir danach ja sowieso noch also die Fahrt dann zum Hof, wo wir den dann abstellen werden und dann ja, war es das schon wieder. Müssen wir dann den, ja, wir nehmen dann den hier, die Kollegen Schnürschuh, zum Jalkstreuen. Ja, genau. Zum Kalkstreuen. Auf Feld 11 und 12. Wir wollen ja im Sommer, wenn wir dann nochmal Grasernte machen, natürlich hier ein bisschen mehr runterkriegen als nur die paar Ballen, die wir jetzt hier runtergeholt haben. Meine, klar, das ist jetzt hier, ist hier kein großes Feld, muss man mal dazu sagen. Wir haben hier keine großen Grasfelder, dass man sagen kann, ja, es geht alles. Wir werden jetzt hier nicht die Welt mehr haben, also wir werden aber schon ein bisschen mehr haben und das ist das, was zählt. Und klar, ich werde jetzt hier nicht verlangen, dass hier auf einmal jetzt 50 Ballen runterkommen von dem Feld, aber wenn hier natürlich 6-7 Ballen mehr runterkommen, ist das schon viel wert, in meinen Augen jedenfalls. Dementsprechend machen wir Licht nach hinten an, damit wir was sehen. Es sieht natürlich so schön aus, wenn es wieder grün ist und nicht weiß. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin richtig baff über euren Support, den ihr hier mir gibt auf der Karte. Das ist manchmal, also ich weiß teilweise nicht, was ich sagen soll dazu. Das ist schon. Danke. Danke, danke, danke. Dass ihr hier, dass ihr das doch interessant findet, was ich hier mache. Und so viel hier reinschaut. Oh, ja, locker flockig hier. Locker flockig. Wie viele Liter haben wir verballert? Och, boah, das geht ja. Geht ja. Also, boah.
so gut wie nichts. Und können wir das hier einfahren? Hey, das war's. Wir haben fertig gedüngt. Oh, hier gibt es halt einen großen Unterschied zu der Landesum. Das ist halt hier gedacht, wirklich nur für euch. Also hier, ich werde hier nicht viel im Offline-Bereich machen. Natürlich, wenn jetzt hier später auf Feld 8 hier da 300 Ballen, jetzt übertrieben gesagt, 300 Ballen rumliegen, werde ich die natürlich nicht mit euch einsammeln, ne? Also das wäre ja zu langweilig, aber bei der Landesum mache ich halt viel noch im Off, weil ich halt Bock drauf habe und ja, und hier so habe ich mir gedacht, das wird ein mehr oder weniger nur ein reines YouTube-Projekt hier. Ganz wenig im Off. Mehr für euch, dass ihr hier, also hier ist der Verfolgungs, das was ich mache, natürlich dann mehr dabei, der Wille. Aber so an sich. Ja. So schaut es jedenfalls aus im Starter. Jetzt werden wir hier ein bisschen Kalk streuen noch auf den anderen beiden Grasfeldern. Und wenn natürlich ab nächstes Jahr sieht es dann natürlich ein bisschen besser aus, was Gras betrifft. Da kommt auf alle Fälle zwei Felder hinzu. Wir werden die 13 als Grasfeld machen und die 6. Und ich hab bewusst den Kalkstreuer erstmal nur hier hingestellt. Ich werde jetzt auch jetzt hier bewusst den hier nur hinstellen. Zack, zack. Weil ich wusste ja, dass ich ja nochmal den brauch. Oh Gott. Dann fahren wir jetzt hier rechts. Auf den Weg. Hier rechts und dann geht's ab Richtung. Richtung Grasfelder. Aber ich hoffe doch, dass wir die heute vielleicht nicht schaffen. Wird schwer, aber also in der Folge, weil ja, ich bin danach so ein bisschen arbeitslos. Das heißt, ja, viel zu tun habe ich eigentlich nicht mehr. Wir müssen tatsächlich gut vorspulen. Ja gut, wer könnte gucken, ob wir jetzt hier nochmal ein bisschen Dünger drauf schmeißen. Auf 14, auf der 13 könnten wir auch Dünger drauf schmeißen. Gut, das ist das Einzige, was zu tun ist dann noch, ne? Und dann halt, ja. Ich meine, wir haben jetzt schon, warte mal, was haben wir jetzt für einen Monat? April. Aber es ist, kommt dann eigentlich nur der Mai. Kommt dann eigentlich nur noch der Mai und dann der Juni. Und im Juli müsste es ja so langsam, aber sicher mit der, ja, eigentlich erst im August, ne? Mit der Weizenernte dann losgehen. Hier ist Hafer drauf.
Ja, das wird, hätte ich gesagt, ja, gut, wenn, dann fangen wir halt. Oh, fangen wir hier halt an mit Düngen, Düngen, Düngen. Also mehr ist jetzt sowieso im Frühjahr hier erstmal nicht zu tun. Das tut mir auch leid, aber was soll ich machen, ne? Vielleicht haben wir ja noch mal Glück, dass wir hier noch mal fahren müssen, weil es nie reicht. Aber eigentlich dürfte das nicht passieren. Man guckt, wir sind ja auch gleich in der nächsten Bahn eigentlich schon fast fertig mit dem Feld. Da müssen wir nur noch schnell an den Seiten hoch runter und dann ist eigentlich hier schon wieder Feierabend, ne? Ist schon traurig, wie schnell hier dann doch manchmal das hier alles geht. Gut, kalken, das ist jetzt sowieso jetzt in dem Sinne eine schnelle Arbeit. Aber bei entsprechender Feldgröße sitzt du halt auch ein bisschen dran, um zu kalken. Aber das sollte eigentlich reichen hier, was wir hier haben. So, gut, dann werden wir mal hier schnell. So. Dann machen wir hier nochmal das an. Na. Verdammt. So. Den Streifen lassen wir da rum. Ach, komm schon. So, dann würde ich immer meinen, ne, das ist so. Das werden wir auf alle Fälle mit Tim, denke ich mal, schaffen hier und dem Inhalt. Oder wie seht ihr das? Oh, und was habt ihr so Schönes am Wochenende geplant? Also ich bin eigentlich, ja, ist ja mein letzten Tag Urlaub. Morgen letzter Tag, heute vorletzter Tag.
dann geht es wieder auf Arbeit. Aber muss ehrlich gestehen, mittlerweile freue ich mich wieder drauf. Bloß nicht auf 7 Tage Frühschicht. Ich gehe davon jeweils aus, dass ich 7 Frühschichten durchrenne. Weil ja jetzt 3 Wochen nicht zu Hause war. Ich war ja die erste, also ich war ja die Woche vor meinem Urlaub krank, leider Gottes. Hatte ich mir eine Grippe zugezogen. Deswegen kam ja auch eine Woche nichts. Ich kann ja schlecht, wenn ich krank bin, irgendwelche YouTube-Videos produzieren. Das sehe ich jedenfalls auch so. Krank ist krank und dann fällt auch was aus. Ich meine, wir hatten, glaube ich, eben durch den Montag hatten wir noch was. Das haben wir natürlich mit rausgeschmissen, weil, ja, war ja vorproduziert. Aber wäre nicht vorproduziert gewesen, hätte ich nichts rausgeschmissen. Also nur mal so für euch, ne? Das ist halt alles. Oh. Jetzt können wir doch noch hier den kleinen Puppel hier wegmachen. Oh, hat ja locker gereicht hier. Locker flockig ging das von der Hand hier. Ah, Versuch war es aber wert. Ein Versuch war es nochmal wert. Oh, haben wir hier eigentlich schon Unkraut? Nein. Haben wir noch nicht. Also brauchen wir hier noch kein Unkraut behandeln. Versteht sich, oder? Ja. Oh, aber haben wir doch das, was wir schaffen wollten, heute geschafft? Das Kalken? Naja, gut. Ich hätte mich auch nicht gestört, wenn wir es nicht geschafft. Oh. War ich hier besoffen beim Einparken? Junge, steht da die Beinpresse schief. Junge, Junge, Junge. Wir haben wirklich gesoffen haben hier. Schlimm, schlimm, schlimm mit der Jugend von heute. Ja,
Jugendknallte. Ja. Kleiner Spaß zum Schluss. Wir hängen jetzt auch hier die schöne Spritze ran und dann werden wir für heute Feierabend machen. In dem Sinne machen wir für heute Feierabend und ich hoffe doch, wir sehen uns heute Nachmittag in der Folge wieder. Ach Quatsch, nicht heute Nachmittag. Was erzähle ich denn? Sonntag ist Großmordorf mit 2 Folgen dran, nicht Samstag. Ach hey. So, gut, dann hoffentlich morgen früh um 10. Würde mich jeweils freuen. Und lasst ein Follow da, lasst ein Abo da. Bis dahin. Tschüss.